Piggledy wollte wissen, was vergessen ist. Frederik, fragte Piggledy seinen großen Bruder, Frederik, was ist vergessen? Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Piggledy folgte Frederik. Sie liefen und liefen durch die Gegend der Apfelbäume. Und es war so windstill wie schon seit 10 Jahren nicht mehr, sodass die Bienen und Hummeln ohne Gegenwind von Blüte zu Blüte fliegen konnten. Und auf den fetten Marschweiden lagerten die Wiederkäuer. Es ist, sagte Piggledy, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen, wie im Bilderbuch. Man muss nur das Maul aufmachen. Nicht direkt, erklärte Frederik. Die Milch kommt zuerst in die Melkmaschine, dann in den Kühlkübel, dann in den Milchtankwagen, dann in die Molkerei, dort in die Erhitzungsanlage, dann in die Milchtüten, dann in den Lieferwagen, dann in den Laden, dort in das Kühlregal, dann in die Einkaufstasche, dann in den Kühlschrank und dann meinetwegen in ein Glas und dann in dein Maul. Ich habe, sagte Piggledy, weder eine Einkaufstasche noch einen Kühlschrank oder ein Glas. Dann fresse ich lieber gleich Honig. Nicht direkt, erklärte Frederik. Zuerst bringen die Bienen den Honig in ihre Waben, dann werden die Waben geschleudert, dann wird der Honig in Gläser abgefüllt, dann... Ich will nichts mehr hören, schrie Piggledy. Das ist ja furchtbar. Sie liefen weiter und kamen in die Gegend der gefällten Apfelbäume. Und es war immer noch so windstill wie schon seit Jahren nicht mehr. Und niemand flog von Blüte zu Blüte. Und niemand käute wieder. Wenn ich's nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie schön die Gegend der Wiederkäuer und Apfelbäume sein kann, sagte Piggledy, dann wäre ich jetzt nicht so traurig. So ist es, sagte Frederik. Was wollte ich eigentlich wissen? Fragte Piggledy. Ich hab's vergessen, sagte Frederik. Und Piggledy ging mit Frederik nach Hause.